Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Part 21. Und ja, wir waren gerade hier bei dem Big Daddy, als uns die Bots brutal angegriffen haben und mir wird fast abkratzt, oder besser gesagt ich. Und jetzt geht's aber auch weiter. Okay, ich versuche ihn mal zu töten. Bloß er hat noch keine Little Sister, sehe ich gerade. Und die holt er jetzt wahrscheinlich gleich. Denke ich mal, ich hoffe es mal. Weil ich bräuchte noch eine Little Sister. Dann hätte ich alle in dem Level. Hier war Verbandskasten. Ah, sehr schön. Und sonst liegt hier nichts mehr. Ah doch, hier, eine Leiche. Der brummelt hier rum. Ich glaube, der hat was gefunden, oder? Oder? Jetzt holt er eine raus. Okay, ich mache mich schon mal bereit. Ist hier irgendwo ein Shop? Weil ich bin fast am Arsch. Ich habe kaum noch Läbe. Fällt mir gerade so auf. Ja, hier ist nichts außer eine kaputte Bank. Und hier ist auch nichts. Sammeln wir... Ah, hier ein Tagebuch. Das hören wir nachher an. Ich hoffe mal, ich vergesse es nicht. Okay, und hier habe ich auch alles. Ein Teddybär. Ein Teddybär. Und schlagen wir noch gleich mal. Okay. Ja gut. Ich nehme wieder die starke Munition. Bei jeder Waffe. Wo ist denn der hin? Ah, da kommt er. Okay, okay. Ganz ruhig, Daniel. Plasmid habe ich. Elektro, das ist gut. Okay, ich bin die Steuerung gerade nicht mehr so richtig gewöhnt, weil ich Far Cry, Battlefield und was und Uncharted habe ich noch gespielt. Aber ich glaube, ich krieg's hin. Maschine quer. Nämlich die mega harte Munition. Und dann fangen wir doch auch gleich mal an. Okay. Ja! Stirb! Ich glaube, der hat echt keine Chance. Oh, oh. Nein. Schnell. Der hat eine Mine hingeworfen. Au. Alter. Okay, ganz ruhig. Ach du Scheiße, der Akku für Controller 1 ist leer. Schließen Sie den Controller mit einem USB-Kabel wieder an. Ja. Aber noch nicht in dem Part. Ja, alles gut. Ich töte dich auch nicht. Der hatte bloß Geld dabei. Okay, ich habe genug Geld. Zu viel Geld. Retten. Alter, wie viel? Ich habe 800 Adam. 800. Bitte. Immer wieder gern. Ich bräuchte mal einen Verbandskasten. Du hast nicht zufällig einer. Okay, sieht nicht so aus. Weil ich hatte noch nie so wenig Leben, echt. Also, es wird immer weniger und hier ist die Mine. Da gehe ich lieber nicht rein. Jetzt wechsle ich erstmal wieder zu meiner Schrotflinte und das wollte ich gerade mit Dreieck machen. okay, jetzt. Mit Viereck, mit R1 wechselt man, genau. Okay, ja, genau, das Tagebuch. Niemals kommen sollen. Das hören wir doch gleich mal an. Als wir hier ankamen, fing Marsha sofort an zu schreien. Mama, Mama, was ist das? Was ist das? Ich dachte erst, sie hätte so eine Art Anfall. Und dann wurde mir klar, Bäume, Bäume. Sie hatte noch nie zuvor einen gesehen und hielt sie für ungeheuer. Oh, Sammy, vielleicht hätten wir niemals hierher kommen sollen. Ja, das glaube ich auch. Okay, ich muss mal wieder kurz ein bisschen leiser machen. Ihr wisst ja, ich mache immer ein bisschen lauter, wenn ich die Tagebücher anhöre. Und ich hoffe mal, es nimmt hier gerade den Ton auf. Normalerweise schon. Ja, gut. Ist jetzt auch egal. Ich werde das Let's Play auf jeden Fall nicht hochladen, wenn es keinen Ton aufnimmt.
Aber okay. Wo sind wir hier? Ein Garten. Bäume, Wiese, Vögel. Ich habe gerade einen Vogel gehört. Nee, das ist kein Vogel, das ist die Kamera dahinter. Ich habe gerade gedacht, da pfeift ein Vogel, hey. Panik. Da stimmt doch was nicht. Jetzt hör mir mal zu. Ich bin kein Botaniker oder sowas, aber ich glaube, Ryan hat Arcadia gerade vernichtet. Er hat irgendwas mit der Atemluft angestellt. Wir befinden uns auf dem Meeresgrund, Junge. Der gesamte Sauerstoff kommt von den Bäumen. Keine Bäume, kein Sauerstoff. Denk mal drüber nach. Ryans Frau in Arcadia ist eine alternde Schönheit namens Langford. Ganz in Ordnung, aber sie macht so ziemlich alles für ein paar Dollar. Wenn sie noch am Leben ist, dann wird sie ihre Bäume ganz bestimmt retten wollen. Immerhin hat sie die verdammten Dinger gepflanzt. Okay, keine Bäume, kein Sauerstoff. Ich hab's gehört. Sauerstoffversorgung kritisch. Abschaltung eingeleitet. Alle Schotten sind verriegelt. Danke. Die verdammte Stadt ist so gebaut, dass bei einem Notfall wie diesem hier kein Mensch rauskommt. Entweder wir bekommen wieder gesunde Bäume, oder du bleibst für immer hier unten. Das wäre schlecht. Das will ich nicht. Hier ist eine Vogelscheuche. Okay, ja, dann kümmere ich mich mal um die Bäume. Was ist hier drin? Im Mülleimer, Kerosin, Kuchen mit Cremefüllung. Lecker. Und hier ist eine Kamera. Das ist nicht so lecker. Habe ich eigentlich ein Hackwerkzeug? Nee, gell? Nee. Schade. Da muss ich es wohl eliminieren oder schnell hacken. Und ich glaube, ich hack schnell. Okay, ich habe keinen Auto-Hacker mehr. Dann müssen wir es so machen. Okay, schnell. Schnell alles aufdecken. Ah, hier sind wieder sehr... Oh, nee. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder so. Und ich hab's versaut. Ja, das wär's gewesen. Nochmal neu. Wie fange ich nochmal neu? Ja, fertig. Genau. Okay, ich bin fast tot. Nochmal. Jetzt habe ich es geschafft, okay. Schnell, 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 schnell. Brauchen gerades. Oder so ein krummes, ja, stimmt. Genau. Jetzt brauche ich die aber schnell ein gerades und das hier. Schnell, 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 schnell. Schnell! Gott sei Dank, ich hab's gerade so geschafft. Okay. Ja, mein Leben wird immer knapper. Bitte, ist hier irgendwo Bandage? Ja, okay, die sind auch gut. Da füllt sich mein Leben ein bisschen auf. Ich hab da gerade so einen Shop gehört. Den gucken wir uns gleich mal an. Irgendwo muss hier ein Shop sein. Was liegt hier? Jawohl, okay. Ja, okay. Den hacken wir mal. Super, nochmal hacken. Ja, toll. Okay, ich muss unten rum, wenn es geht. Okay, das geht, sehr schön. Ah. Schnell, 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 schnell. Das geht hier zurzeit echt schnell. Sehr schnell. Zu schnell. Okay, yeah. Und jetzt kaufe ich mir Verbandskästen. Und hier gibt's keine Ver... Der soll mal sein Maul halten. Hier gibt's keine Verbandskäste. Super. Aber Munition. Und ich brauche eigentlich keine Munition. Aber ich habe zu viel Geld. Deswegen kaufe ich mir einfach mal was. Ich kaufe ein bisschen Schrot. Ein bisschen Pistolekugel. Und ein bisschen Maschinengewehrkugeln. Und sonst brauche ich eigentlich nichts. Okay, was ich hier rauskomme? MG-Patronen. Und der ist verschüttet. Dann gehen wir mal... Wie lange geht der Part? Warte, ich muss mal ganz kurz gucken, wie lange der Part geht. Sind, glaube ich, 9 Minuten, wenn ich mich enttäuscht habe. Ich gehe einfach noch ein bisschen weiter. Oh, mal wieder Wasser. Ja, das brauche die Bäume. Wasser.
oder? Nein, Ryan. Ich glaube, ich weiß, wie ich die Bäume retten kann. Es ist ein genetischer Vektor, der... Oh, wem erzähle ich das? Könntest du eine Rosa Gallica für mich finden? Suche in der Grotte. Ich muss weiterarbeiten, solange noch Zeit bleibt. Okay, ich brauche ein Rosenmusterexemplar. Ich denke mal, das finde ich. Aber dann muss ich zurück. Und da sind schon wieder Feinde. Komm her! Wie viele sind da eigentlich? Alle tot. Okay. Was hatte der? Was hatte der? Wo ist der? Wo ist der Typ? Ja, okay, egal. Ich gehe mal weiter. Okay, der hat mir gerade leicht Angst gemacht. Wo geht's da lang? Ach du Scheiße. Muss ich da lang? Ich gehe einfach mal kurz hier lang. Ah, hier ist ein Tagebuch. Die Saturn-Jünger. Okay, das hören wir noch schnell an. Und dann beende ich, glaube ich, den Part. Sie bekleiden sich mit Blättern und nennen sich die Saturn-Jünger. Naja, sie trinken menschliches Blut und singen geisteskranke Sprechchöre. Sie glauben, sie wären beseelt von altertümlichen Gottheiten. Dass ich nicht lache. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie. Die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. Okay, das hört sich irgendwie krank an. Und ich habe da gerade irgendjemand so eklig Würxe gehört, oder wie man das einmal ausspricht. Aber bevor ich da reingehe, beende ich den Part. Und dann sehen wir die komischen Blutsauger im nächsten Part. Also, ich hoffe, wir sehen uns im Part 22. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.